So, heute ich zeige euch, wie man in Shenmue 3 die Zeit schnell vergehen lassen kann. Aber das könnt ihr nicht direkt von Anfang an das Story machen. Und zwar müsst ihr, glaube ich, erstmal in Naivo, oder wie die auch diese Stadt heißt, ankommen. Und dann trifft ihr auf einen alten Bekannten und da wird und ab da an könnt ihr das dann machen. Also ihr kennt es wahrscheinlich von Shenmue 2 und 1. Ja, genau, oder ここ nur は2, glaube ich. Egal.前にあったな。Genau, ihr macht ihr einfach diesen Showa-Ding. So, versuchen. Ja, so. Und dann einfach warten. Das ist wichtig, dass man warten drückt. Oder wählt, meine ich. Und dann wartet man halt. Und dann vergehen halt ziemlich. Ist nicht extrem viel Zeit, aber das ist, glaube ich, das, die beste Methode, um Zeit vergehen zu lassen. Damit Zum kommt. Beispiel, ich warte gerade auf den nächsten Tag gerade. Und ja, genau, ich werde dann. Ja, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Koko. Und, genau. Ja, ne?